Seit 1998 wohne ich in dieser schönen Gegend Sursi. Weniger schön sind die vielen Baustellen, die ich hier tagtäglich antreffe. Ich wünsche mir kein Ausspielen der Verkehrsteilnehmenden, Zulassen von neuen Technologien, offen sein, dann kommt es gut. Nicht schauen lassen, bringt uns weiter. Danke für eure Unterstützung. Im Bereich Landwirtschaft werden die nationalen Vorgaben im Kanton Luzern immer wieder zusätzlich verschärft. Es darf nicht sein, dass die Landwirtschaft immer zum Sündenbock gemacht wird für all unsere Klima-, Umwelt- und Energiekrise. Darum braucht es unbedingt mehr bäuerliche Vertretung im Kantonsparlament. Unterstützen Sie mich mit Ihrer Stimme. Danke. Was mir gefällt in der Region Sursee, ist, dass die Region wirtschaftlich sehr gut entwickelt ist und verkehrstechnisch auch gut erschlossen, sei das mit dem ÖV oder mit dem individuellen Privatverkehr. Das führt wirtschaftlich auch zu kurzen Arbeitswegen. Negativ an der Region ist, dass sie durch die wirtschaftliche Entwicklung ein starkes Bevölkerungswachstum hatte und die Infrastruktur auf allen Ebenen stark belastet ist. Das heisst, vor allem die Verkehrsinfrastruktur ist weiter auszubauen und das Bevölkerungswachstum ist zu reduzieren. Wir alle wünschen uns, mit zunehmendem Alter selbstbestimmt zu wohnen. Gleichzeitig kommen wir nicht darum herum, gewisse Hilfeleistungen, möglicherweise auch Betreuung, in Anspruch zu nehmen. Diese Kosten sind mit geeigneten Massnahmen zu stabilisieren. Der Fachkräftemangel im Bereich Gesundheit führt dazu, dass uns in den kommenden Jahren gut ausgebildetes Fachpersonal wird fehlen. Die Arbeitsbedingungen sind darum zu überdenken und anzupassen. Vom Sauertal bis an oben ins Empachersee, vom Michelsamt bis über ins Rottal würde ich mich einsetzen. Mit viel Herzblut für die Region und als Unternehmer mit Weitsicht wette ich, gute Rahmenbedingungen schaffen für das Gewerbe, so dass ihre Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Region bleiben. Mich für eine gute Raumplanung einsetzen, so dass produzierende Landwirtschaft und unsere steigenden Mobilitätsbedürfnisse nebeneinander Platz haben. Wählen Sie Weitsicht für Sie und für die nächste Generation. Ich bin stolz und froh, dass die Gemeinde Sursee die Traditionen und ihre Kultur lebt und diese auch von der Bevölkerung mitgetragen wird. Die Bevölkerung von Sursee gibt sich als weltoffen und tolerant. Ein breites Angebot, was eine hohe Lebensqualität bietet, in Wirtschaft, Sport, Kultur, aktiven Vereinen wie aber auch Arbeitsplätzen. Für mich ist wichtig, dass diese Lebensqualität erhalten und fortgeführt wird. Ich stehe ein für Freiheit, Sicherheit und unsere Schweizer Werte. Ich mache Politik für Sie, nicht für mich. Wählen Sie am 2. April mit der Liste 1. Geben Sie mir 2 Stimmen. Herzlichen Dank. Ich will wiedergewählt werden in Kantonsrat, weil wir heute die Problematik haben im Kleingewerbe, dass wir einen Fachkräftemangel haben, den wir begegnen müssen. Der Fachkräftemangel äußert sich nicht nur in der Pflege, sondern gerade auch im kleinen Handwerk. Wir haben keine Elektriker, wir haben zu wenig Lehrlinge bei den Schreinern, Coiffeuren und so weiter. Wir müssen schauen, dass wir faire Arbeitsplätze haben für den Arbeitgeber sowie für den Arbeitnehmer. Und für das stehe ich ein. Der Kanton Luzern hat mit seinen Firmen ein vielseitiges Lehrstellen- und Weiterbildungsangebot. Trotzdem ist aber auch er vom Fachkräftemangel betroffen. Und genau da gilt es anzupacken an den Wurzeln, nämlich bei der Aus- und Weiterbildung von neuen Berufsleuten. Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen und der immer weiter steigenden Kosten ist es für viele Betriebe aber nicht mehr möglich, selber Leute auszubilden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir das duale Bildungssystem wieder attraktiver machen, die Unternehmungen bei der Berufsbildung unterstützen, um so auch künftig ins Know-how und das Wissen von unserem Nachwuchs zu vertrauen. Jung, frisch und motiviert. Das beschreibt mich und meine Politik. Mir ist es wichtig, dass es junge und frische Stimmen im Parlament gibt. Die grössten Herausforderungen werden sein, den kantonalen Spielraum auszuschöpfen, um unternehmerische Freiheit und Eigenverantwortung zu fördern. Mehr Markt, weniger Bürokratie.
Es ist wichtig, das Gewerbe im Amt Sursi zu stärken, um auch in Zukunft das schönste und attraktivste Amt zu bleiben. Mehr über mich erfahren Sie unter michelwandler.ch. Ich bin Sursi geboren, in Nottwil aufgewachsen und die wunderschöne Region Sempachersee ist die Heimat meiner Familie. Als Gewerbler, Handwerker und Berufsbildner liegt mir das Kleingewerbe und die Landwirtschaft der Region sehr am Herzen. Unsere Überverwaltung macht unsere Betriebe zunehmend weniger konkurrenzfähig. Wir Politiker, wir müssen dem Volk zudienen. Und nicht das Volk muss in uns Politiker zudienen. Und für das wollte ich kämpfen im Kantonsrat und danke Ihnen recht herzlich für Ihre Stimme. Ich schätze an unserer Region die Vielseitigkeit von unseren Dörfern mit der hohen Lebensqualität wie auch das starke Gewerbe, das die Entwicklung positiv beeinflusst. In Kernthemen wie Raumplanung, Energiepolitik und Mobilität wollte ich mich für nachhaltige Lösungen in der ganzen Region einsetzen. Darunter verstehe ich das Gleichgewicht aus ökologischen Aspekten, gesellschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen. Mein Name ist Thomas Zettel und ich stehe für eine bürgerliche Nachhaltigkeit.